Hallo zusammen, am Tisch mit einem ganz bekannten Gesicht. Dann habe ich das ganze Pornhub-Archiv vor meinen Augen vorbeiziehen sehen. Klein, ich möchte das gerne auf YouTube hochladen. Ja. Mach du deine Strikes, ich mache meine selber, okay? Also noch 5 Sekunden, bevor die Kamera läuft, weiß ich nicht, was ich sagen werde. Bist du Stand-Up-Comedian eigentlich? Verkappter. Pornhub ist die neue Form von World Health Organisation. Pornhub ist eine Weltgesundheitsorganisation. Woher nimmst du deine endlose Energie, um ein Jahr lang nonstop deine Beiträge zu senden? Du hast mit einem einfachen Equipment, iPhone, iPad, eine Nachrichtensendung aufgebaut. Ich sag's mal so, keine Ahnung von allem. Wie hast du dir das Wissen aufgebaut? Wie muss man sich die Vorbereitung dazu vorstellen? Hast du alle Fragen im Kopf oder schüttelst du dir die auch aus dem Ärmel raus? Was sind deine positiven Erlebnisse? Am Tisch mit Daniel Stricker, herzlichen Dank, dass ich bei dir vorbeikommen durfte. 2 Meter Abstand, bitte. Okay. Jetzt ist gut. 1, 2. Okay, passt. Du bist eh Verschwörungstheoretiker. Ne? Ich habe einen Schwurbler-Kanal. Stricker TV ist der Schwurbler-Kanal, das ist das Neueste, was ich gehört habe. Und solchen Vogel bist du genauso wie ich auch. Du treibst dich auch mit dubiosen Typen rum. Hm? Also eigentlich nur mit dir, sonst sind alle Menschen normal. Okay, ja, das sind die Schlimmsten zusammen. Na, unsere Autofahrt in Chur habe ich ein Feedback bekommen. Ich fand das lustig, wir beide im Auto. Ja. Du die Kamera nach hinten, ich Kamera nach vorne und wir haben da diskutiert. Genau. Und gemacht. Ja. Da kam ein gutes Feedback, weil so ein Komiker-Duo drinnen. Aber lassen wir mal die Komik auf der Seite. Ich habe folgende Fragen an dich. Seit der Corona-Krise machst du Stricker TV. Was hast du vor der Krise gemacht? Du hattest ja einige Geschäfte, Firmen, diverse. Genau. Vor Corona habe ich gutes Geld verdient. Ich hatte mein bestes Geschäftsjahr 2019. Entsprechend brutal war es, das runterzufahren. Es ist in der Immobilienbranche, also wir hätten jetzt nicht besonders gelitten wegen Corona, weil die Preise sind weiterhin im üblichen Bereich sehr hoch. Aber ich habe mich einfach entschlossen, dann wirklich in den Widerstand zu gehen. Also am Anfang war es natürlich nur ein bisschen Aufwand in der Küche, eine Sendung pro Tag, das hat meine Arbeit nicht berührt. Aber mittlerweile bin ich voll verpflichtet. Ich mache praktisch gar nichts mehr anderes außer Stricker TV. Was ist denn zwischen Januar und März passiert, dass du so weit, ich sage mal, durch gedreht hast und gesagt, jetzt ist Schluss. Was ist da drinnen? Was war ein entscheidendes Erlebnis oder was ist passiert? Ja, das war natürlich der Shutdown, hat man damals noch gesagt, dass man die Geschäfte runterfährt, dass man unsere Freiheiten auf eine absolut unverhältnismäßige Weise beschränkt. Bereits damals wissend, ich habe was belegt, ich bin jetzt ein Jahr lang fast jeden Tag auf YouTube, habe durch mein Archiv durchgeschaut und ich habe wirklich schon Posts Ende Februar, wo man bereits mit Statistiken arbeiten konnte, dass ein Shutdown nicht nötig wird. Und dass es keine Überlastung der Spitäler geben wird, habe ich alles damals schon prophezeit. Aber das Lockdown, das war der Antrieb, dass ich mich wirklich empört habe und angefangen habe, jeden Tag dagegen anzukämpfen. Ich habe gerade gestern oder heute eine Erinnerung in Facebook, da habe ich geschrieben, ja, was ist das Nächste, werden wir geimpft und alles müssen wir dann, weißt du, so richtig, da warst du ein Verschwörungstheoretiker und jetzt, ja, wird man geimpft. Also, ja, ist ganz krass. Dann hieß es Stop Gates, das war ein lustiger Spruch bei der Demo. Da waren dann schon Antisemit. Da muss man aber wahrscheinlich, die meisten mussten zuerst noch googeln, um herauszufinden, dass Bill Gates überhaupt jüdische Wurzeln hat. Und das war für mich aber das Einzige. Klein, ich möchte das gerne auf YouTube hochladen. Ja. Mach du deine Strikes, ich mache meine selber, okay? Bill Gates hat ja große Arbeit geleistet für uns. Er hat dafür gesorgt, dass Mac immer besser wurde. Er hat auch viel selber schon gesagt, man findet es im Internet, man muss nur suchen. Er hat auch gesagt, wir impfen das durch, damit die Bevölkerung... Ja, es hat diese Aussage in Tagesthemen, glaube ich, da hat er gesagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Und das kann man aber zweischneidig verstehen. Also er hat es auch gesagt, als Prophezeiung, dass es so sein wird. Und manche Leute haben das dann verstanden, das sei quasi schon geklärt, dass es passieren wird. Und da möchte ich jetzt Bill Gates nicht unterstellen, dass ihm damals schon klar war, dass das unter Zwang geschehen soll. Und so weit sind wir jetzt auch immer noch nicht. Es ist mehr eine Nötigung, die jetzt dazu führt, dass sich viele impfen lassen. Ich glaube aber, das ist eine leere Drohung. Sie sagen jetzt quasi, dass die Freiheitsrechte eingeschränkt bleiben für Leute, die nicht geimpft sind, dass sich testen müssen. Ich würde da mal ein paar Monate geduldig sein. Über die Impfung können wir nicht groß reden, aber ich werde einfach darum geduldig sein, weil ich fast sicher bin, dass sich keine Mehrheit impfen wird.
und die Politiker können nicht auf lange Frist gegen die Mehrheit der Wählerschaft Politik betreiben. Weil es ist natürlich klar, niemand wird eine Politikerin oder einen Politiker wieder wählen, wenn diese verantwortlich ist, dass wir nicht einkaufen gehen können, dass wir nicht an Konzerte gehen können, dass wir nicht mehr Flugreisen antreten können, nur weil wir nicht geimpft sind. Was hat dich dazu bewegt, auf YouTube deine Nachrichten zu machen? Du sagst ja, das ist die echte Tagesschau, die andere schaue ich nicht mehr, aber was hat dich dazu bewegt? Wie kamst du auf die Idee? Also ich habe eben auch bei der Recherche gemerkt, ich war schon von Anfang an extrem kritisch gegenüber den Medien. Also extrem würde ich nicht sagen, aber sehr kritisch. Und das hat sich jetzt einfach nochmals massiv verstärkt. Also diese Medienkritik ist der Kern auch all meiner Sendungen. Manche Leute, die auf unserer Seite sind, die im Widerstand sind, in der Bewegung sind, die kritisieren mich auch dafür, dass ich nicht mehr so alternative Quellen wie Rubicon oder KenFM oder Russia Today und so weiter zitiere und im Mittelpunkt drücke. Das hat dann auch einfach einen Grund. Ich möchte den Mainstream erreichen. Ich möchte nicht die Leute bedienen, die schon auf unserer Seite sind. Die brauchen zwar auch ein bisschen Trost, aber man will ja neue Leute erschließen. Und das geht am besten, indem man mit den amtlichen Statistiken arbeitet, mit den amtlichen Organen, Tagesanzeiger, Blick, Schweizer Fernsehen, die ja quasi einfach verlängerte Arme der Regierung sind. Und da nimmt man da dann jeden einzelnen Punkt von dieser Panikberichterstattung, die Banken kann und so die Leute an Bord holt. Nicht, wenn ich mit KenFM einfahre, wo ich ja selber, ich finde toll gibt es ihn, aber ich habe da selber viele Kritikpunkte. Und dann denke ich, ist es besser, man holt Leute ab mit dem Mist, den sie selber täglich konsumieren. Was mir auch gefallen ist, es wird jeden Tag eine neue Sau durch die Stadt getrieben oder durch das Dorf und die Menschen wissen nicht mal mehr, was war gestern und dann machst du so einen Zusammenhang, schaut mal, da haben sie links gesagt, hier Mitte, jetzt rechts, ist immer noch das gleiche Problem, aber das Fähnchen weht in die andere Richtung, man hat eine andere Idee und das sind so deine, ich sag mal, in den Sendungen sehe ich das sehr viel mal, du fasst das zusammen, vor einem halben Jahr war es so, jetzt so, damit die Menschen einen Überblick bekommen, was war eigentlich. Ja, mein Lieblingssendung ist, weil mein Lieblingsthema ist der Daumen beim Schweizer Fernsehen. Früher konnte man einen Kommentar auf Schweizer Fernsehen mit Daumen nach oben oder unten kommentieren und der Daumen war plötzlich verschwunden. Und wir wissen auch wieso, weil die Meinungen in Bezug auf Bundesrat und Lockdown sind gekippt. 80% der Blickleser sogar finden das beides scheiße. Sie finden immer noch Testen gut, Impfen gut, Maske gut, aber die Regierung und der Lockdown, die Leute haben genug davon. Und dementsprechend fallen sie Daumen auch aus. Und der Schweizer Fernseher hat dann plötzlich den Daumen deaktiviert und hat jemand geschrieben, hey, wo ist der Daumen hin? Und dann hat um 3.39 Uhr ein Zensurzwerg des Schweizer Fernsehens hat doch tatsächlich dann zurückgeschrieben, ja, wir haben Hinweise aus der Leserschaft bekommen, dass der Daumen manipuliert werde. Und dann dieser Kommentar wurde dann 5 Stunden später überschrieben. Dann hieß es plötzlich, wir haben technische Probleme und wir arbeiten daran, diese Zustimmung- und Ablehnungsfunktion möglichst schnell wieder zu implementieren. Und dann war aber 2 Wochen lang nichts. Und dann hat jemand geschrieben, also seid immer noch am Reparieren, hat jemand geschrieben, was ist denn da los? Und hat ein anderer Zensurzwerg geschrieben, ja, wir haben das herausgenommen, weil der Daumen, wir wollen nicht, dass die Leute einfach urteilen, wir wollen ja eine aktive Kommunikation haben. Dann hat er geschrieben, ja, aber vor 2 Wochen hieß es noch, ihr seid da, ihr habt technische Probleme. Und dann nach 1 Stunde Funkstille, dann hieß es, ja, wir hatten intern Probleme, tut mir so leid. Ja, es ist so, wir haben tatsächlich technische Probleme, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, wieder der gleiche Satz wie vorher. Und da sieht man einfach, wie die Propaganda funktioniert und wie man da diesen kleinen Details, die eigentlich mehr Satirebeiträge sind, kann man eben dann die Lügen doch eben sehr, sehr nett entlarven. Frage, wo holst du deine Informationen ab? Bekommst du da Tipps und Links oder suchst du alles selber raus? Ist das? Ja, also Link-Tipps sind für mich nur noch Spam. Ich erhalte 500 bis 1000 Link-Tipps mit Videos, die ich unbedingt schauen muss. Ich verpasse so nur die Nachrichten, die wirklich wichtig wären. Die Nachrichten hole ich mir selber aktiv. Natürlich gibt es manchmal tatsächlich einen Link-Tipp, der irgendwo durchrutscht, aber da habe ich mittlerweile ein paar Dutzend Leute, die mir das zuspielen, wo ich auch weiß, es hat Qualität und ich habe genügend Link-Tipps. Also es fehlt ja nicht. Ich kann auch, wenn ich mal, ist da recht viel Arbeit, in die Sendung zu machen, aber manchmal, zum Beispiel heute Abend, wird es so sein, dass ich kaum Zeit habe, mich vorzubereiten und da kann ich wirklich einfach an den Computer gehen und blick.ch oder srf.ch öffnen und ich kann einfach loslegen, was steht heute wieder für eine Scheiße. Du liest das und du weißt schon, das ist ein Thema, das ist ein Thema. Das. Genau. Also ich gehe vielleicht noch 2, 3, 5 Minuten vorher schon noch live, um zu sehen, ob ich was habe, öffne ein paar Tabs. Wenn ich besser vorbereitet bin, habe ich Screenshots, weil ich mache immer gleich Screenshots, markiere die Stellen, lade die hoch und so hält sich auch die Vorbereitung mittlerweile, weil ich so viel
Wissen um das Thema habe, eher in Grenzen. Also mitweist 80% meiner Arbeit ist das Ganze drumherum, Interviews planen, neue Interviewpartner zu gewinnen, eben auch Dialoge mit verschiedenen Leuten. Heute stand jemand in meinem Garten unangekündigt, hat mich immer angerufen wollen, ich bin nicht dran gegangen, weil ich nicht mehr gerne ans Telefon gehe und ich war auch beschäftigt und dann stand er einfach hier und hat dann das Gefühl gehabt, er müsste mich bekehren und ich habe mir dann 1,5 Stunden Zeit genommen. Und das ist übrigens der Grund, dass heute Abend wahrscheinlich keine sehr gut vorbereitete Sendung geben wird. Also Leute stehen schon in meinem Garten. Ja, und ich stehe eben in der Küche und jeder rennt dir die Bude rein und du kommst nicht mehr zu deiner Arbeit. Sorry. Du hast mich auch überrascht, obwohl du warst im Kalender eingetragen. Aber in einem anderen Besuch habe ich dann das Ganze vergessen, dass noch ein Termin ansteht. Also da ist meine Entschuldigung, wir haben abgemacht und er hat den Termin vergessen. So. Aber ich bin hier und ich war bereit. Alles klar. Unterdessen kommen immer mehr Gäste in deine Live-Interview. Wie muss man sich die Vorbereitung dazu vorstellen? Hast du alle Fragen im Kopf oder schüttelst du dir die auch aus dem Ärmel raus? Wie funktioniert das? Also in fast allen Fällen, inklusive Roger Köppel. Bei Roger Köppel habe ich eine Umfrage gemacht, was soll ich ihn fragen? Bin die Fragen durchgegangen, aber sonst eigentlich ausnahmslos bereite ich mich gar nicht vor. Also ich muss die Leute gewinnen. Jetzt kommen ja mehrere Nationalräte zu mir auf Besuch und da ist das Schwierige, ist, die Leute zu gewinnen, dass sie kommen. Nachher, wenn sie kommen, sind sie um 7:30 hier und dann machen wir eine halbe Stunde Smalltalk, da frage ich, gibt es Dinge, über die du unbedingt reden möchtest, gibt es Dinge, über die du auf keinen Fall reden möchtest und dann mache ich Freestyle und das hat auch den Grund, dass es mich weniger Zeit kostet, aber ich habe auch gemerkt, dass diese Interviewform, ich mache ja sehr langformatige Interviews bis 3,5 Stunden, bis jetzt, also auch über 3,5 Stunden schon, da habe ich einfach gemerkt, dass wenn man neugierig fragt, als quasi gut zuhört, dann ist man in der genau gleichen Position wie viele Zuschauer, die vielleicht Andreas Glarner, der am 1. April kommen soll, nicht so gut kennen. Ich kenne Andreas Glarner nur als einen sehr rebellischen oder auch ein bisschen als pöbelhaft wirkenden oder verkauften Massenmedien Politiker. Aber statt mich jetzt im Mainstream schlau zu machen, werde ich einfach schauen, wenn er hier sitzt und dann werde ich anfangen, mit ihm zu reden und dann werde ich schauen, wohin die Reise geht. Also in dem Augenblick, wo du dich mit jemandem unterhältst, dann weißt du, in welche Richtung es geht und genau. Du weißt, was du darfst und was er sagt, da möchte ich nicht drüber reden und dementsprechend. Genau, also bei Roger Köppel habe ich wirklich gesagt, Roger fucking Köppel, da habe ich mir eine Stunde lang überlegt, darf ich das sagen? Und ich habe es einfach Mut gebraucht, das haben wir nachher gemerkt, ich habe es dann relativiert. Und, aber normalerweise, wenn die Kamera läuft, also noch 5 Sekunden bevor die Kamera läuft, weiß ich nicht, was ich sagen werde. Also ich habe keine Pointe vorbereitet, ich habe nichts, ich fange einfach an zu schlafen. Ja. Einfach Naturtalent. Nein, das sind, ich war mal in Amerika in einem Twitch, das heißt Twit.tv, Twit.tv, TV. Das ist ein amerikanischer Blogger im Bereich Technik und der hat so ein 300 Quadratmeter Studio mit verschiedenen Sendungen und Moderatoren und so. Und da kann man einfach reingehen, unangekündigt. Ist ein Mann mit der Pistole dort, also ein Security. Aber wenn wir völlig empfangen, kann man in Live-Sendungen reinsitzen. Und ich hatte das große Glück, da gleich mit allen Moderatoren zu sprechen. Die waren so zuvorkommend toll. Und da habe ich gefragt, wie macht ihr das? Weil ich bin selber im Videomarketing unterwegs, habe diese Natürlichkeit, wie kriegt das hin? Und da habe ich, also alle, einer hat das gesagt, die anderen zwei haben genickt und haben gesagt, du musst einfach quasi, also in meinen Worten jetzt, Kilometer fressen. Du musst einfach Stunden fressen, live, immer wieder live, im Wissen, du kannst nicht schneiden. Jedes Wort hat Gewicht und am Anfang bist du nervös und irgendwann weißt du, wo die Grenzen sind, was du machen kannst. Manchmal überschreitet man es und dann merkt man, man muss es wieder einfangen und dann kriegt man auch diese Routine und dann macht eigentlich das Fernsehen oder das YouTube erst richtig Spaß. So learning by doing. Genau, Kilometer fressen, Stunden fressen. Sieht diese Theorie, man muss sich mit etwas 5000 Stunden lang beschäftigen, bis man ein Experte ist. Mhm. Also es sind 2-3 Jahre, die man einer Sache widmen muss. Mit meinen Videomarketing-Erfahrungen, meiner Erfahrung als Zeremonienleiter, habe ich halt schon viel Erfahrung mit dem freien Reden oder mit dem öffentlichen Reden. Und ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich jetzt nah an diesen 5000 Stunden dran. Respekt. Woher nimmst du, wie hast du deine fließende Art, so humorvoll, sarkastisch zu kommentieren? Wo hast du das angeeignet? Also wenn man deine Sendung hört, dann kommt Sarkasmus, humorvoll, natürlich auch knallharter Ernst. So, hast du das auch alles, oder bist du Stand-up-Comedian eigentlich, verkappter? Schön, dass du es lustig findest, ich arbeite dran. Es geht ja nicht immer alles gut, aber ich bin seit ewig wirklich ein Stand-up-Comedian-Fan. Also der Ricky Gervais oder Dave Chappelle oder Louis C.K., das sind meine großen Helden. Ich wäre gerne Stand-up, ich hatte nie den Mut gefunden, fand mich dann irgendwie auch nicht lustig genug. Aber ich habe etwas gemerkt, es gibt ein paar Regeln, ein paar handwerkliche Regeln, wie man lustig ist. Und das Wichtigste ist das Timing, das ist ja berühmt, dass man eine Pointe irgendwie sacken lässt
als wenn ich jetzt einen Satz habe, dass ich quasi dachte, ich müsse sterben. Und dann habe ich eben darüber geredet, das ist einer meiner besten One-Liner, die mir spontan eingefallen sind. Dann habe ich das ganze Pornhub-Archiv vor meinen Augen vorbeiziehen sehen. Und wenn man das schnell sagen würde, dann würde der Witz sterben. Aber wenn man es langsam macht, dann kommt es an. Und das Zweite, was ich gelernt habe, sei präzis, geh in die Details. Also wenn du ein Foto hast von Herrn Platzer, vom Gastronomieverband, und ich habe das auch noch nicht gesehen, ich google das dann live, wer das ist, und dann siehst du, der hat das gleiche Einstecktuch, also gleiche Stoff für die Krawatte. Ja. Und da habe ich mal aufgeschnappt, das ist nicht Knigge, also quasi, das ist ein bisschen billig. Die sollen sich komplementieren, aber nicht identisch sein, weil dann jeder weiß, du hast ein Set gekauft, was irgendwie ein bisschen billig wirkt. Und dann macht es dann schon Spaß, so quasi dann einfach live in diese Details einer Krawatte einzutauchen. Und das gibt auch der ganzen eigentlich sehr traurigen und wütend machenden Debatte einen humorvollen Anstrich, dass uns alle hoffentlich ein bisschen hilft, diesen ganzen Mist zu ertragen. Also in dieser Zeit finde ich es wichtig, den Humor trotzdem noch zu behalten, weil sonst stirbt die Hoffnung früher. Wenn es nur noch, ich meine, mit Scheiße vollgeballert wird, aber wenn du da noch ein bisschen Sarkasmus reinkommst, dann kriegst du das Ganze eher bewältigt. Und es ist auch so, genau, und es ist auch so, gerade in so eitle Pfaue, wie es ja sehr viele gibt, also in den Medien, Journalisten sind Narzissten, Politiker sind Narzissten, und das sticht natürlich nichts mehr, als wenn du jetzt jemanden darauf aufmerksam machst, dass er einen Ehrendoktortitel hat und keinen echten Doktortitel. Ich sage jetzt keine Namen mehr, das habe ich genug ausgeschlachtet für den Moment. Und dann auf diesem HC rumzureiten, sage ich mal, und dann auch spontan zu sagen, HC heißt Hack Connections, ich habe Verbindungen. Und dass man quasi diese Dinge, die entwickelt man dann einfach live während der Sendung. Ich habe auch schon gedacht, wenn ich alle Pointen raussieben würde von den letzten 600 Videos, so viele sind es wahrscheinlich mittlerweile. Also Best-of machen. Da könnte ich ein Stand-Up-Programm wahrscheinlich machen. Einen unfreiwilligen, viel zu bösen Witz habe ich mit dir zusammen im Auto gemacht. Weil ich hatte eine Sendung gemacht und habe über Thai-Huren geredet oder Thai-Nutten. Ja. Und da hat sich eine Zuschauerin so aufgeregt, weil das sei despektierlich. Dabei war es ja eine imaginäre Thai-Nutte, keine spezifische, sondern nur eine generelle Bemerkung. Und dann war ich mit ihr im Auto drin und da habe ich auch gesagt, ja, Nutten darf mir nicht mehr sagen, ich sage jetzt einfach Frauen. Und das ist dann und ich habe gesagt, geleast. Geliest, genau, das war aber auch gut. Ja. Aber der Witz, den ich auch gesagt habe, Frauen, das ist einfach viel schlimmer, weil ich das dann quasi impliziert habe, dass alle Frauen Nutten sind. Ja, weil sie da kein Synonym von Nutten, Frauen. Und das sind dann Witze, wo man wahnsinnig aufpassen muss, weil man dann plötzlich sehr viele Feinde hat. Und live ist das gefährlich, weil da kann es auch mal schief gehen und sofort ist man Rassist oder Antisemit oder eben Sexist. Weißt du, wo ist der Unterschied zwischen dir und mir? Zwischen Profi und Amateur? Das würde ich nicht sagen. Schau mal, wir haben Licht montiert und nicht eingeschaltet. Aber du hast es nicht. Schalte mir jetzt ein. Es ist nicht mal nötig, weil du hast ein so schönes Licht. Ich habe gemerkt, wenn ich nur von einer Seite angestrahlt werde, dann sehe ich besser aus. Ja, dafür sehe ich uns ein bisschen besser aus. Und jetzt seht ihr, jetzt sehe ich super aus. Und jetzt sehe ich scheiße aus. Musst du da ausmachen? Nein, das sehe ich besser aus. Ein bisschen einen gewissen Kredit muss man besser aus. Komm mal ein bisschen dunkleres Licht, weil man rot. Man sieht eben besser aus, weil im Alter sind die Gesichter nicht mehr so symmetrisch. Und wenn die Gesichter nicht mehr so symmetrisch sind, dann kann man das kaschieren mit Schattenwurf. Ja. Und darum sehe ich jetzt ein bisschen schlechter aus als vorher, weil ich schon alt bin. Aber du hast so einen George Clooney-Bart mit Grau und so, das kommt auch rüber. Ich bin auch dran, ich lasse mir auch so einen Teil rauben, aber es hat noch schwarze Flecken drin. Ja. So. Du hast mit einem einfachen Equipment, iPhone, iPad, eine Nachrichtensendung aufgebaut. Ich sag's mal so, keine Ahnung von allem. Wie hast du dir das Wissen aufgebaut? Ich kaufe mir ein iPad, ein iPhone, ich fange an zu streamen. Wie kommst du darauf? Wie machst du das? Also das Glückliche war, ich hatte ein Hobby. Ich habe im idealsten Zeitpunkt Tesla-Aktien gekauft. Also wirklich bevor sie sich verzwanzigfacht haben. Beim unglaublich tiefen Kurs, umgerechnet heute beim Kurs 45, habe ich die ersten gekauft. Jetzt ist es ja irgendwie auf 650 oder so. Und da habe ich einen Blog gemacht, ganz am Anfang. Der hat geheißen Mission Million und der hatte auf dem Höhepunkt etwa 68 Abonnenten. Jetzt habe ich etwa 70 oder so, weil ich das ein paar Mal in Sendungen erwähnt habe, aber ich bewirtschafte nicht mehr. Und dort habe ich 15 oder 20 Sendungen gemacht, großen Aufwand, zusammengeschnitten und alles. Und ich bin auf irgendwie 50 Abonnenten gekommen. Und da hat mir jemand gesagt, bei Corona, als ich angefangen habe zu streamen, ja, es sei heute gar nicht mehr möglich, groß zu werden, wenn du nicht total perfektes Material ablieferst. Nur noch die alten YouTuber haben Erfolg, neu geht das nicht mehr. Und ich glaube, er hatte nicht Unrecht, aber Corona hat halt die Gesellschaft gespalten und hat eine Pfad geöffnet für mich.
dass ich mit Stricker TV auf Schweizerdeutsch mit Abstand der größte Politkanal bin in der Schweiz. Also ich habe viermal mehr Abonnenten als die SVP Schweiz oder so. Auf Schweizerdeutsch. Es gibt natürlich auch Schweizer Blogger, die mehr haben, auch mit Hochdeutsch und so. Natürlich auch das Hochsprachige, das Deutschsprachige. Wir haben eine gemeinsame Zeitung. Du bist bei der NZZ. Was bist du, der größte Politkanal oder wie heißt das? Nein, sie haben mich, bei der NZZ haben sie gesagt, ich sei der Wach unter traditionellen Medien. Aber mir gefällt, ich bin der Pitbull gegen Bullshit besser. Ja. Und mich haben sie angefragt so. Ah. Und ich bin der zweitlauteste Telegram-Kanal in der Schweiz. Weißt du, wer ist der lauteste? Keine Ahnung. Alexi. Weißt du, wer das ist? Weißt du, ein Pornostar? Nee, ein Bot. Ein Bot? Ein Bot. Hat er nicht gewusst. Anscheinend wissen die das bei der NZZ nicht, aber der Alexi, die gibt dir Antworten. Willkommen in unserem Chat und bitte nicht so. Ist es ein Computerprogramm. Intelligente Intelligenz. Ja. Also ich komme gleich nach der Alexi. Also. Irgendwie haben wir was mit der NZZ zusammen. Was soll's? Ja. Woher nimmst du deine endlose Energie, um ein Jahr lang nonstop deine Beiträge zu senden? Manchmal zwei, dreimal pro Tag. Ich könnte jetzt das wiederholen, was ich Ignaz Bär zu dieser Frage gestern gesagt habe. Pornografie. Pornografie. Der Segen der Menschheit. Ja. Weil da kann man social distanced seine Sachen machen. Das war früher noch verpönt, aber seit Corona wird das ja aktiv gefördert, oder? Pornhub ist die neue Form von World Health Organisation. Also die Pornhub ist eine Weltgesundheitsorganisation. Weil man sich nicht mehr nähert, steckt man sich nicht mehr an. Weder mit Corona noch mit AIDS. Oder mit HIV, das heißt eigentlich, das habe ich auch hier im April gepostet, oder im März, Pornhub gleich World Health Organization. Die wenigsten haben es verstanden. Du hast vorhin mit den Aktien erzählt, dass du Aktien bei Pornhub. Nein, und das in die Höhe. Frage, es gibt keine. Gibt es keine? Meine Aktien gehen nicht in die Höhe. Okay. Die Aktien nicht. Die Aktien nicht. Ja, ja, du hast gesagt, du bist 50. Pass auf, es geht auch langsam auch mal wieder runter. Ja? Das habe ich noch nicht erfahren. Warten wir noch. Ja, bist du? 53. Jetzt habe ich Angst, ja. Denk daran, es wird irgendwann auch ruhig. Also ich sage nicht, dass es ruhig ist. Aber du musst vielleicht einfach aufs Alter hin immer bessere Pornokanäle abonnieren. Du musst dafür bezahlen, damit du die Qualität muss immer hochwertiger werden. Ich glaube, es ist wie bei einem Weinkonsumenten. Am Anfang findet man den Wein von Coop oder vom Aldi tipptopp und dann wird man immer anspruchsvoller. Und irgendwann machst du deinen eigenen Wein und dann weißt du, das ist perfekt. Also das heißt, dann drehst du deine eigenen Pornos und dann weißt du, du hast es geschafft. Die will niemand sehen. Dort würde ich nur hinter der Kamera arbeiten wollen. Ja. Ja, ich denke mal, das macht auch keinen Spaß. Ja. Aber, andere Frage. Du hast, was mir gefällt, du hast einen Krisengewinner-Shop. Genau. Also, überteuerter Krisengewinner-Shop. Genau. Das ist genau. Unheimlich interessant. Genau, im völlig überteuerten Krisengewinner-Shop auf stricker.tv. kann man zum Beispiel dieses T-Shirt erwerben für krasse 49 Franken, obwohl er mich nur etwa die Hälfte kostet, mit Versand. Also mein Rugeli, das ist meine Katze, bestellt, der bezahlt eigentlich das. Wobei ich muss sagen, in der Textilbranche ist 100% Marge, so eher noch bescheiden. Ja. Von dem her ist es nicht so übertrieben. Aber ich verdiene Geld und ich wurde für das auch kritisiert, weil ich das Geld nicht vom Staat bekomme, sondern als Eigenantrieb versuche, mich irgendwie über Wasser zu halten finanziell. Das ist dann Angriffsfläche bei den Gegnern erstaunlicherweise. Also deine Fans, Community, die bestellen was, sind das bereit zu bezahlen, weil sie wissen, es ist für eine gute Sache und dann hält man das noch vor. Und vor allem, schau mal, wie süß das ist. Ist das nicht unglaublich süß, das Rugeli? Yoga-Rugeli? Ja, zu deinem Bäuchen, das Rugeli. mein Buch. Ich dachte, das T-Shirt hat eine Beule drin. Ah, genau. Aber weißt du was, wir machen das so. Ich blende hier ein paar Bilder aus deinem Krisenshop ein. Du hast ja Cappies, T-Shirt, alles Mögliche. Kaufen. Lasst eure Kohle liegen, wenn schon. Ich empfehle die Hoodies weiter und die mit Tapf und Frei und so, die haben eine extreme Qualität. Die anderen sind on demand, aber jetzt habe ich wirklich toll, habe ich das hier, genau. Wenn es noch hat, dann habe ich nicht mehr so viele auf diesen grauen. Hast du etwas mit viel X und viel L? Vielleicht also viel noch. X, wenig L. Wir können nachher schauen, ob ich dir was spendieren kann. Ja. Machen wir. Okay. Andere Frage, wie sind deine Erfahrungen in den ganzen Jahren, den Demos? Hat sich irgendetwas verändert? Ja. Die es Qualität? Hat sich verändert. Ja, es hat sich alles verändert. Früher war auf eine Demo gehen, war nur der pure Schmerz, weil wir zu 50, also am Anfang noch, zum Teil auf den 6 Leuten waren es noch 30 Leute, 50 Leute und mehr Polizisten als Teilnehmer und immer festgesetzt, gebüßt und
Duschen hattest du auch schon, Wasser und so, oder nicht? Nein, nein, das nicht. Nur bei der Black Lives Matter Demo war ja dann ein bisschen eine Gereizgasattacke dann, also von Seiten der Polizei. Aber da waren wir zufällig auch da. Und ja, das war nicht so angenehm. Aber sonst, in Mittwoch ist es genial geworden. Also ich würde sagen, seit Ende Jahr schon war das diese Weihnachtsstimmung in Lachen, war das, Kanton Schwyz. Hm. Das war wirklich Weihnachtsmarkt. Und dann natürlich, ich war dann noch in Mexiko, habe damit etwas verpasst, aber dann in Wohlen, Chur und Liestal, das war einfach genial, genialer, am genialsten. Und es ist so genial, dass wir eben 10.000 Leute waren und jetzt versuchen sie mit absolut illegalen Mitteln, die bereits obwohl bereits Einschränkungen herrschen, wird jetzt mit weiteren zusätzlichen nicht legalen Mitteln eine Demo in Altdorf verboten. Du hast ja das gesagt, das ist ein anderer Veranstalter, komplett anderer Ort, und der Veranstalter hat vorher alles, wie sagt man, dem angehalten, richtig genau gemacht. Lob bekommen. Den wird der, ja, Lob bekommen, dem wird jetzt die Bewilligung entzogen. Weil 200 Kilometer Luftlinie oder so jemand anders, eine andere Organisation, es anscheinend nicht gut gemacht hat, obwohl auch die ja völlig straffrei davon kommen. Es gibt, glaube ich, keine Anzeige, nichts, weil sie anerkannt haben, die Durchsetzung der Maskenpflicht ist Aufgabe der Polizei. Zudem ist gar nicht klar, ob nicht alle Teilnehmer Atteste hatten. Ich nehme an, nein, das muss man ehrlicherweise sagen. Wobei, es braucht ja gar keinen ärztlichen Attest, es braucht eine besondere, wie heißt es, einen besonderen Grund, der ja aus besonderen Gründen keine Maske tragen kann. Das heißt also, Stand heute hat sich in Liestal keine einzige Person illegal verhalten. Ich wüsste jedenfalls nicht, ob da jemand gebüßt wurde dafür. Ich glaube, niemand. Abgesehen davon, Sie haben immer wieder gesagt, Für die, die keine Masken anhaben, gehen wir davon aus, dass ihr davon befreit seid. Also genau. Sie haben gesagt, zieht die Masken an. Die, die keine haben, gehen wir davon, das haben Sie in Chur auch gesagt, genau, dass ihr Atteste habt. Mhm. Also wenn die Eigenverantwortung bei den Menschen so ist, ich habe einen Attest, ich muss das nicht anziehen, dann sehe ich irgendwie einfach so Schlagzeilen, ja, die meisten ohne Maske, ja. Woher wissen die, dass die nicht befreit sind? Das ist so, genau, das wird aufgebauscht und genau, also der Veranstalter muss darunter leiden. Und es ist auch immer so, wenn die Medien lärmen, reagiert die Politik, oder? Und interessant ist auch noch dieses Verbot, anders als die Bewilligungen davor wurden von einem nicht unwichtigen Beamten ausgestellt und das Verbot wurde jetzt von einem Regierungsrat unterzeichnet. Also nicht mehr von einer Behörde, sondern von der Regierung, was auch eigentlich ein sehr starkes Indiz ist, dass es sich dabei einzig um eine politische Entscheidung handelt. Und der Skandal ist eben besonders auch darin, dass diese Demonstration ausdrücklich als Wahlkampf oder als Abstimmungskampf-Auftakt gegolten hat für das Notrechtreferendum, das in 10-11 Wochen vor die Abstimmung kommt. Das heißt also, wir werden nicht nur behindert zu demonstrieren, wir werden behindert, Abstimmungskampf zu führen. Das ist ein besonderer Skandal in sich. Mhm. Du hast ja auch schon Bekanntschaften gemacht mit YouTube, Strikes, Löschungen etc. pp. Dein Kanal 1 ist momentan jetzt gerade noch gesperrt für eine Woche. Sagt dir in YouTube Shadowbanning etwas so? Ja. Ich weiß, was Shadowbanning ist. Das heißt, man wird gesperrt, ohne es selber zu merken. Man kann quasi zum Beispiel etwas schreiben in einem Post und man meint, alle können es lesen, aber irgendwann merkt man, niemand reagiert auf die eigene Stimme und dann merkt man, nur du selber siehst, was passiert. Und bei das YouTube, ist, wenn du in den Kommentaren das machst. Ja, genau. Und bei YouTube, genau. Einfach dein Kanal, wenn der Shadow gebannt ist. Weißt du, was das heißt? Das hast du mir vorhin, glaube ich, ein bisschen erklärt. Das heißt, auch wenn Leute mich abonniert haben und die Glocke gedrückt haben und ich ein neues Video produziere, gibt es keine Push-Notification mehr. Man muss immer proaktiv auf die Suche gehen nach dem Signal. Genau. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mehr Abonnenten als du. Ich weiß, hast du. Aber du hast mehr Aufrufe als ich. Ich habe mehr Groupies als du. Das sind alles die auf deine Pornofilme warten. Aber nee, das ist eine ganz. Hast du das ist ganz perfekt. Nee, bin zu. Dann habe ich mehr. Ich habe keine. Dann habe ich wirklich mehr. Ich habe nur solche, die werfen mir ihre, wie sagt man, die großen Schlüpfer hinterher, die du. Weißt du, was ich meine? Wenn sie zu groß sind, dann ist es nicht mehr interessant. Badetuch. Außer es Kim Kardashian, dann ist es einfach. Das, ja. Faszinierend. Dann ist es ein Accessoire. Nein, es ist so. Du musst dir mal vorstellen, YouTube funktioniert so. Du hast Abonnenten und jetzt, wenn ihr die Glocke, jetzt machen wir es einfach. Bei Stricker TV findet ihr Stricker TV 1, 2 und 3. Geht auf die Kanäle, auch bei WD Chur in YouTube. Geht drauf, abonniert und drückt die Glocke. Folgendes passiert. Irgendwann mal kriegt ihr noch ein, zwei Strikes. Und dann kriegt ihr nicht mal mehr eine Info, dass er ein Video hochgeladen hat. Das heißt, 30.000 oder 33.000 Abonnenten werden nicht mehr informiert.
Bei dir werden sie noch, ich bin Abonnent, aber ich habe jetzt einen Kanal, den habe ich täglich angeschaut. Ich sage, die Tageskorrektur. Ich wurde da zweimal deabonniert. Ich hab die nie deabonniert, weil ich schaue sie an. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also? Ich frage mich aber, manchmal war das bei völlig unpolitischen Kanälen der Fall. Ich bin nicht ganz sicher, ob das politisch motiviert ist oder ob der Algorithmus von YouTube quasi automatisch gewisse Kanäle einfach wieder löscht von deiner Abonnementsliste, um die User-Erfahrung hochzuhalten. Diese ganze Algorithmus-Scheiße ist also der Kern des Übels, weil man ja gar nicht mehr weiß, welche Nachrichten man zugespielt bekommt. Also da kann man Wahlkämpfe gewinnen, indem man einfach sehr, sehr selektiv gewisse Nachrichten ausspielt und andere unterdrückt. Und das ist ein Riesenproblem. Und darum bin ich auch bei Locals, also strickertv.locals.com, da gibt es keine Algorithmen. Dort sieht man einfach chronologisch das, was gepostet wird. Und es bleibt oben. Also es ist nicht so wie bei D-Live, nach 3 Tagen ist es weg. Nein, das bleibt oben. Ist aber so, es ist ja so ein bisschen kompliziert. Ist eine Mischung ist eigentlich ein Facebook. Ist nicht ein YouTube-Ersatz, ist eher ein Facebook-Ersatz. Okay. Und man kann dort ein Abonnement lösen. Das kostet man ja $15. Braucht man leider eine Kreditkarte, das ist ein bisschen doof. Aber sonst ist es eine perfekte Plattform, weil ich werde schon schauen, dass alle wirklich gesundheitsrelevanten Themen, die man auf YouTube nicht besprechen kann, aber auf Locals eben schon, dass die öffentlich zugänglich sind. Aber ich habe auch noch spezielle Infos, Videos, die ein bisschen privater sind, ein bisschen mehr Hintergrund liefern, die halt nur für die Abonnenten sind. Aber ich weiß auch, ich koste so viel wie Netflix und liefere definitiv weniger Inhalt als Netflix. Und es ist auch als Spende anzusehen, dass die Leute den Kanal abonnieren. Dann hast du ja auch Telegram. Jetzt neu mit der Kommentarfunktion. Dank dir. Ich habe von Telegram keine Ahnung bis heute. Obwohl ich die 10.000 geknackt habe. Aber du hast gemeint, das könnten bald sehr viel mehr werden, wenn ich ein paar Dinge beachte. Ja, ist ganz einfach. Weil es geht einfach darum, Telegram kann man sehr gut und klug nutzen. Und dann wird es auch besser verbreitet. Und ich zeige dir ein paar Sachen. Und dann hast du mich schnell überholt. Ich habe nur 12.000. Ja. Ich habe lieber 12.000, die treu sind, als 50.000, die das nicht anschauen, oder? Mhm. Am Schluss zählen eigentlich die Abos, am Schluss zählen die Views, also dass Leute das schauen. Ja. Und mittlerweile beim Kanal 1 bin ich jetzt wirklich bei 10.000 pro Sendung nach 2-3 Tagen, in der Regel ungefähr 8.000, 9.000 Views. Und da kommt noch Facebook dazu und eben andere Ableger, D-Live und so. Und das ist schon erstaunlich, gell? Dass ich am Küchentisch mittlerweile mit 10.000 Leute mit absolut eigenen Inhalten, also ich habe nicht irgendwie fremde Streams, die ich reinschalte oder so. Ich habe jetzt manchmal schon auch spektakuläre Gesprächspartner, aber auch die Videos ohne Gesprächspartner, dass da 10.000 Leute auf schweizerdeutsche Reiche für politische Themen, das ist schon etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es ist natürlich, das ist das, was ich dir gesagt habe, der Humor, Sarkasmus und das, wie du es rüberbringst, das macht sehr viel aus. Am Anfang habe ich deine Sendungen auch geschaut und da musst du grinsen, so viel wie der rumflucht, da kannst du froh sein, redest du in Dialekt auf YouTube, weil du hättest den Kanal schneller weggehabt, als du denkst. Das glaube ich nicht, weil Fluchen ist ausdrücklich erlaubt, man wird zwar demonetarisiert, wenn man innerhalb der ersten 30 Sekunden flucht, und meine Begrüßung. Du wartest 40 Sekunden. Und ich habe ja bei jeder Begrüßung, das habe ich erst nach etwa 8 Monaten erfahren, sage ich ja, liebe Freunde, liebe Freunde. Police. Das sage ich immer ganz am Anfang, nachdem ich ganz falsch die Hymne singe. Auch das ist Redefreiheit, falsch zu singen. Und das heißt, zwingend wurde jedes Video von mir demonetarisiert. Und ich habe gedacht, das ist wegen Corona. Und ich habe wahrscheinlich, das hat mich viele tausend Franken gekostet. Aber ich fluche immer noch. Ja. Aber du, ich muss sagen, du reißt dich echt zusammen. Ja, weil eben, ich habe gemerkt, wenn ich eben Werbung schalte, wenn meine Videos beworben werden, habe ich das Gefühl, ich kann es nicht beweisen, dass ich mehr Views bekomme und deswegen, und dass meine Videos eben von YouTube lieber empfohlen werden, weil YouTube will ja Geld verdienen und wenn sie demonetarisiert sind, dann verdienen sie kein Geld. Und darum lasse ich jetzt eher mal das Fluchen ein bisschen weg. Und das ist jetzt da hast du mich auf die Idee gebracht, um aus dem Shadowbanning rauszukommen, werde ich dann jetzt einen Antrag stellen, meinen YouTube-Kanal auch zu monetarisieren. Du mit 1000 Aufrufen, dann kriegst du Ende Monat 20 Rappen, das interessiert keine Sau. Aber durch das, dass die Möglichkeit haben, Werbung zu schalten, kommt der Algorithmus, dem müssen wir helfen, weil sonst guckt ja niemand zu. Wenn die Werbung schalten wollen, dann müssen sie ja irgendwo Videos haben. Das ist die Idee und auf die hast du mich gebracht. Wobei, es ist finanziell nicht ganz uninteressant. Klar, bei Corona wird vieles demonetarisiert, aber mein bester Monat war etwa 800 Franken Einnahmen. Wow. Und da habe ich nicht mal, also man kann ja auch Werbeunterbrechungen machen und ich habe nur am Anfang die 5 Sekunden gemacht, die man überspringen kann. Ich gebe auch diese 15 Sekunden, wo ich mehr verdienen würde. Also obwohl ich nur wenig und jedes, also 2 von 3 Videos wurden nicht mal
oder eins von drei Videos wurden nicht mal zugelassen, aus genannten Gründen. Und das ist heißt also, werbefreundlich. Und sind doch 800 Franken gewesen. Und das waren damals etwa so 8000 Abonnenten. Wenn ich jetzt so, also zum Beispiel Roger Bittel, der im deutschen Sprachraum, also nicht nur er, sondern ganz viele, also die da zum Teil Gunnar, ich weiß nicht, ob die überhaupt monetarisiert haben. Ich glaube, Bittel hat nicht monetarisiert. Aber ein Bittel, wenn er monetarisieren würde, wenn er das gemacht hätte und nicht Coronas Inhalt hätte, der hätte das Potenzial locker, also ich glaube 30.000 Franken zu verdienen und dann eben noch Werbeverkäufe mit Shirts und Zeugs. Also man kann richtig reich werden, nicht auf Schweizerdeutsch, nicht zu Corona, aber es ist schon sehr interessant, was man als, als normaler Influencer erreichen kann. Ich bin ja nur Influencer gegen Corona. Nee, du bist nicht Influencer. Ich spreche es so aus, dass man sich genau versteht, Influencer. Der Influencer gegen Corona. Ja, ich bin die Influencer gegen Corona. Das ist vom Thurgauer Dialekt, Influencer gegen genau. Corona. Nebst all dem Mist, was wir in diesem Jahr erlebt haben, was sind deine positiven Erlebnisse? Gibt es auch? Also Mist war halt all die Leute, die man verloren hat, die man als intelligent und empathisch empfunden hat. Wenn sie eines von beiden sind, sind sie weiterhin bei einem. Also ein empathischer Mensch verlässt einen nicht wegen einer anderen Meinung. Und ein intelligenter Mensch, der muss nicht empathisch sein, weil er so auf der gleichen Wellenlänge ist. Und das heißt, man hat viele Leute verloren, die weder empathisch noch intelligent waren. Das ist das Traurige. Auf der anderen Seite heißt es ja, Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und das gibt einem die Möglichkeit zu lernen und daneben Platz zu haben im Leben für Leute, die wirklich interessant sind. Und das ist das Positive. Ich habe natürlich auch in meiner Funktion als Stricker TV unglaublich tolle Leute kennengelernt. Und alle Leute zu Hause oder auch wo ihr immer seid, die ein bisschen frustriert sind über die Maßnahmen, und wer ist das nicht, auch brutal frustriert sind, sage ich nur, werdet aktiv. Ihr müsst keinen YouTube-Kanal gründen oder so, aber einfach steht zu eurer Meinung, kommt in Widerstand, geht an die Demos, gebt euch selber einen Ruck. Es gibt einem ein unglaublich gutes Gefühl. Und zwar nicht nur in Social Media, oder? Kanäle zu teilen, Videos zu teilen, ist das eine, aber wirklich die Leute kennenzulernen, die dahinter stehen, das ist etwas, was unglaublich bereichert. Ja, wir sind ja eigentlich, auch wenn man uns im Video sieht, auf der Straße trifft man sich auch und dann sagen sie, hallo, mir ist aufgefallen, bei deinem Livestream in Liestel, da musstest du mehr Hallo, Hallo, Hallo sagen, als du moderieren konntest. Also du bist, dich kennen die Leute schon recht auf der Straße. Ich hatte noch meine Ruhe, weil ich war bis jetzt nicht vor der Kamera. Wobei, die haben sie auch Werner gerufen. Ja, das sind die paar Bündner, die da vorbeigekommen sind. Zufällig. Ja, das sind gerade die mit der großen Mühe. Nee. Ja, du bist halt mehr im Hintergrund bei deinen Produktionen, zumindest lange gewesen. Das kann sich jetzt ja alles sehr schnell ändern. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine gute Sache ist, wenn es sich ändert, weil bei der Demo, wenn man den Livestream schaut, ich kann wirklich kaum einen Schritt mehr machen, ohne dass man Stricker, du geile Sau! Ja. Geile Sirch. Ja. Ja, das bin ich jetzt. Ich bin nicht mehr Journalist-Aktivist, ich bin jetzt geile Sirch. Was würdest du als Regierungschef mit all den Vollmachten in der Schweiz ändern? Du wärst jetzt Chef, kannst alles machen, was du willst. Was würdest du ändern? Was wäre das Ziel? Du bist jetzt Präsident Switzerland. Dann habe ich bald einen Herzinfarkt wie der in Tansania, oder nicht? Das ist die Frage, ob man, wenn man das wäre, überhaupt sich getraut, dann das zu machen. Oder? Das ist schon auch eine große Last, die aufgrund der Panikmacht jetzt ein Jahr erfolgt ist, jetzt dahin stehen und sagen, man macht gar keine Maßnahmen mehr. Das bräuchte es ja für mich als neuen Präsidenten Eier, weil man ja weiß, man hat so viele Leute traumatisiert und in die Angst getrieben. Selbst wenn man mittlerweile den Durchblick hätte, wäre das sehr heikel. Aber ich würde schon glauben, dass wenn ich das wäre, dann würde ich einfach das alle Maßnahmen sofort beenden und dann halt als Entschädigung für die Leute in der Panik ganz massive Empfehlungen aussprechen, damit man das halt doch machen soll. Aber dass man gleichzeitig auch sagt, wer es nicht machen will, ist davon befreit. Wir sind eine Demokratie, ein Rechtsstaat und das ist unverhältnismäßig, was wir machen. Aber also jeder, der Angst hat, darf seine Maske weiterhin tragen. Die keine Angst haben, sind davon befreit, egal, das Eigenverantwortung übernehmen. Ja. So. Ich habe zwar keine Freude an den Burkas gehabt, und jetzt ist das wurde angenommen, gell, keine Burkas mehr. Das war ganz besonders lustig, wir haben jetzt gleichzeitig Maskenpflicht und Maskenverbot eigentlich. Ja. Verhüllungspflicht und Verhüllungsverbot zur gleichen Zeit. Und das ist ein bisschen der Irrsinn. Übrigens ist es auch lustig, in einer Sendung, glaube ich, von M1 war das, Tele M1, hat Markus Haini ein Streikgespräch gehabt mit einer, ich weiß nicht, Regierungsrätin von Basel-Land, ich habe den Namen vergessen, und die hat sich in einem Nebensatz tatsächlich darüber empört, dass bei stiller Protest etwa 1.000, oder waren das 2.000, 3.000 Leute mit
mit Schutzanzügen und Maske gezogen sind, sie hat gesagt, es gäbe ein Verhüllungsverbot. Also das ist dann auch nicht recht, wenn man sich dann so richtig vorbildlich kleidet, ist dann doch wieder eine Spur zu viel. Man muss als Religiöser Zeuge Corona den Respekt zollen, dass man genau den Grad an Fundamentalismus vertritt, den die Regierung offiziell wünscht. Das, wenn du Katholik bist, du darfst ein kleines Kreuz tragen, aber nicht das ganz große. Genau, das ist schön gesagt. Das ist wieder unmerklich, das hast du wunderschön gesagt. Ja. Das ist ja die stille Proteste, die am Anfang vorgehen. Das ist, ich sag mal, das ist der Ursprung von dem Ganzen. Ich werde sein Kreuz sollen. Das haben wir in Chur übrigens mal letzten Sommer gemacht. Wir waren da nur etwa 20 Leute. Ein Sitzstreik auf dem Platz, das war auch bewilligt, das brauchst du da, dann sagen sie, ist okay, ihr dürft das machen. Wenn jemand, ich sag mal, anruft, da sind ein paar Wahnsinnige auf dem Platz, die stören mich, dann müssen die von Amtes wegen kommen und dich wegbringen. Wenn die aber sagen, ja, Bewilligung, ihr dürft sitzen, schaut, dass alles aufgeräumt ist, dann kann jemand anrufen und dann ist die Bewilligung da zu deinem Schutz. Also wir wurden nicht belästigt, da waren zwei Polizisten, da haben zugeschaut, wie wir da rumgesessen sind und Unterschriften gesammelt haben. Also so. Und das ist einfach ein Zeichen setzen. Und wenn man dann sagt, das Zeichen setzen ist zu viel, ja, irgendwo, wo ist das Maß? Also? Ja. Ich meine, Gian Andrea vom Sechs-Leute-Platz, der hatte nur ein Schild um den Hals, wo Freiheit draufsteht, 10 Meter um ihn herum einfach niemand, und dann haben sie ihn in den Bus geschleppt. Wie ein Schwerverbrecher, ist irre. Aber so werden Helden geboren, gell? So werden Märtyrer geschaffen, die am Schluss der Bewegung helfen. Also jede Attacke auf einen Aktivisten, jede Willkür an einem Aktivisten schafft weitere Wut und schafft mehr Solidarität. Ich meine die echte Solidarität, nicht die sogenannte erzwungene, das gibt es gar nicht, das ist Zwang. Solidarität ist immer freiwillig. Und das am Ende hilft uns das, ja. Auch wenn es für die einzelnen Protagonisten natürlich sehr unangenehm ist. Was sagst du zum Parteiensystem bei uns in der Schweiz? Es gibt ja so viele Parteien, ist das ein Einheitsbrei? Oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, manche sind so wie das Fähnchen im Wind, manche sind zu krass da und so. Das funktioniert nicht mehr, dass es Opposition gibt oder so. Was sagst du dazu? Also man sieht, egal ob Zwei-Parteien-System in Amerika oder jetzt bei uns, sind es 9 Parteien, keine Ahnung, es spielt irgendwie keine Rolle, weil einfach alle Parteien spinnen. So hat die SVP bei uns, ist ja nur halbherzig bei uns, mit Lockdown endet. Finden sie, glaube ich, ziemlich alles toll, Maske tragen, impfen und was testen, so viel man kann. Also Reiseverbote, das ist alles großartig. Ausweis soll kommen, genau. Da hat Ruhe im Auge, genau. Wieder was verzögert. Ich kann nicht viel sagen zum Schweizer System. Ich war nicht unpolitisch, aber ich habe mich daraus zurückgezogen. Ich habe gefunden, sich mit Politik zu beschäftigen, ist Lebenszeitverschwendung. Aber mittlerweile wird halt meine Lebenszeit auf dermaßen krasse Weise beeinträchtigt, dass ich es unanständig gefunden hätte, einfach auf den Rücksicht zu schauen, wie andere Leute dazu sorgen, dass ich meine Rechte wieder bekomme. Mhm. Und wie gesagt, ich konnte gar nicht anders. Man hatte auch den Drang, dafür zu sorgen, dass unsere Bürgerrechte wieder installiert werden. Das hat nichts mit Revolution oder so zu tun. Das ist ein innerer Drang, die Freiheit. Die muss wieder herkommen. Die persönliche Freiheit zu entscheiden, was will ich und was will ich nicht. So. Genau. Also es ist ja nicht so, dass ich habe mit ganz wenigen Problemen. Also wenn der Bundesrat mit den hunderten Milliarden, das werden es am Schluss sein, die Schweizer Bevölkerung betrogen und bestohlen und entrechtet und geknechtet und ja, veruntreut. Ich würde sagen, das Geld wurde veruntreut, das ist das beste Wort. Mit dem habe ich mich abgefunden. Also ich bin jetzt einfach statt sozialliberal, bin ich jetzt halt libertär. Ich traue dem Staat gar nichts mehr zu, weil dümmer Geld ausgeben, als man macht, ist gar nicht möglich. Und darum habe ich mich eigentlich von der Politik verabschiedet. Aber was war die Frage? Egal. Auf jeden Fall, ich habe kein Vertrauen in die Parteienlandschaft, egal welche Partei. Es interessiert mich nicht mal. Ich will einfach meinen Frieden. Ich will das Recht. Ich will nur ein einziges Recht. Und das ist, in Ruhe gelassen zu werden. Das hat jemand schön zusammengefasst, der smarter ist als ich. Ich weiß halt nicht für wer. Aber das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, das ist alles, was ich will. Möchtest du den Menschen, die dich jetzt sehen, mit etwas auf den Weg geben? Möchtest du ihnen etwas rüberbringen? Ja, ich gebe halt jeden Tag so viel rüber. Ich habe nicht einen Mangel an Kommunikation. Aber der Kernsatz, den ich in letzter Zeit gerne wiederhole, fließt dann eben hier. Das ist von meiner amerikanischen Hymne abgeleitet, tapfer und frei. Und ich sage jeweils gerne, bleibt tapfer, dann werden wir frei. Haben wir etwas vergessen? Du machst das super. Alles gesagt. Ja, ist ein echter Dialog. Das strebe ich jeweils mit meinen Gästen an, dass man einen Dialog hat, nicht nur Frage-Antwort-Spiel.
Das hast du super gemacht. Weißt du, was das Coole ist? Mit dir muss ich da nichts schneiden. Das Bild, das Scheiß. Diesen Anruf musst du rausschneiden. Ich hab... weißt du? Nein, nicht nötig. Okay. Das gehört dazu. Wir sind halt hier, wie heißt es, nicht unplugged. Wie heißt es, wenn man so freestyle? Live. Live, genau. Und unzensiert, schmutzig. Ich habe auch über Porno geredet. Was ich mache ist, ich haue noch ein paar Links rein. Telegram, YouTube. Mhm. Wenn du irgendwelche Bilder hast, Logos, hauen wir das auch rein, dass die Info da sind. Genau. Und dann könnt ihr euch da rumklicken und viel Spaß bei Stricker TV. Genau. Herzlichen Dank. Haben wir jetzt 49 Minuten 20 Sekunden geredet? Ja, und wenn es fertig geschnitten ist, dann sind es nur noch 30. Nee, das wird nicht viel geschnitten. Am Anfang okay. Ein bisschen und hinten. Ach stimmt, du hast ein paar Minuten zu früh angefangen. Ja, aber so. Da muss ich noch ins rechte Licht rücken. Ja, ja, ja. Da die Schokoladeseite beleuchten. Genau. Er ist viel zu bescheiden, dass alle Seiten an dir sind Schokolade. Machst du mir ganz Konfitüre. Okay. Daniel, danke vielmals. Danke dir, hat Spaß gemacht. Du machst das ja auch immer am Tisch. Wie sagt man, Ehrengruß? Revolutionärer Akt, ein rebellischer Akt. Rebellischer Akt. Es war nie leichter, ein Rebell zu sein, als in Zeiten von der Corona-Pandemie. Da gibt es ja solche, die boxen und so und so. Also Profis habe ich gern gemacht früher, aber jetzt mache ich es nicht mehr gern, weil sonst glaube ich, sei auch verstrahlt. Oder dann gibt es noch solche, die niesen sich in den Armen von, hey. genau. Und sie sagen nur einen. Alles delegiert auf den Arm, ja super. Und dabei sind die Hände unterdessen am saubersten, wenn man da in die... Das stimmt. Okay, danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat... Dann seid ihr nicht normal. Und dann macht ihr einfach Likes, Abo bei Stricker, bei mir, YouTube, Telegram, Ding Ding, Locals. Smash that button. Egal wo, macht mit. Dankeschön. Hab mich gefreut. Tschüss, Daniel. Dankeschön. Tschüss.